Fight. Wir leben Wrestling. WWE nutzt Thunderdome-Aufnahmen für NXT. Wie die Twitter-Userin Jessie Devon bemerkte, wurden während der gestrigen NXT-Ausgabe Aufnahmen von ihr als Zuschauerin aus dem WWE Thunderdome verwendet. So gab sie an, NXT gar nicht live verfolgt, sondern stattdessen Dynamite geschaut zu haben. Sie stellte jedoch auch klar, dass sie keine Probleme mit der Wiederverwendung ihrer Aufnahmen habe und sich vielmehr geehrt fühle. John Cena hat geheiratet. Informationen von Mike Johnson zufolge haben John Cena und seine Freundin Shay Shariatse sich am 12. Oktober das Ja-Wort gegeben. Andrade unterzieht sich Operation. Berichten von Wrestling Inc. zufolge wird sich WWE-Superstar Andrade in Kürze einer freiwilligen Operation unterziehen, die ihn für knapp einen Monat außer Gefecht setzen wird. Main Event Push für Big E geplant. Berichten von Dave Meltzer zufolge plant WWE Big E als eines der Top-Faces von SmackDown einzusetzen. Dieser Push solle laut Meltzer allerdings sehr wahrscheinlich nicht lange andauern. WWE noch lange ohne House-Shows. Informationen von WrestleVotes zufolge plant man bei WWE aktuell frühestens im Jahr 2022 mit einer Rückkehr zum vor der Pandemie üblichen Tourprogramm, bestehend aus Live-Aufzeichnungen von Raw und SmackDown sowie mehrerer House-Shows pro Woche. WXW-Star verstorben. Wie die deutsche Wrestling-Promotion WXW bekannt gab, ist Carsten Beck durch die Folgen eines Hirntumors verstorben. Beck, der bei der WXW sowohl vor als auch hinter den Kulissen tätig war und auch schon an Tryouts der WWE teilgenommen hatte, musste seine Karriere aufgrund seiner Krebserkrankung im Jahr 2016 beenden und wurde im darauffolgenden Jahr in die WXW Hall of Fame aufgenommen. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight-Podcast-Channel vorbei.